Geständnis. Aufgrund meiner erwähnten Gegnerschaft zur DDR reifte in mir der Plan und der Entschluss, aktiven Widerstand zu leisten und Menschen durch öffentliche Propaganda zu beeinflussen und ebenfalls zum Widerstand aufzurufen. Und ich war mir auch aufgrund der in der letzten Zeit in der Presse veröffentlichten Urteile gegen Gegner der DDR vollkommen klar, welche Strafe ich erhalten würde. Fragen Sie einen Krieg, bis Sie ein Messer mit sich herum... Ich habe das Messer, nicht in Tötungsabsicht! Trotzdem ist ein Messer eine Waffe! Der Mann hatte doch nur 4 Stiche im Arm und im Rücken! Warum isoliert man mich? Haben Sie Angst, dass ich einen Aufstand anzetteln werde? Ich hätte gern noch eine Auskunft. Von seinen entlassenen Kameraden habe ich gehört. Man hätte meinen Sohn zur Flucht verleiten wollen, um ihn bei dieser Gelegenheit zu erschießen. Das stimmt doch nicht, oder? Zusammenfassend möchte ich am Ende meiner Vernehmung sagen, die Flugblattverteilung geschah von mir aufgrund der politischen Erkenntnis, dass man die DDR und ihre Organe passiv und aktiv bekämpfen muss. Und ich stehe noch heute auf demselben Boden und bereue in keinem Fall, dass ich die Flugblätter von über 186 Stück angefertigt und verteilt habe.